hört mal an, was unser alter Meister Stani zu uns gemeint hat. Wir fliegen weiter. Wer hat denn hier das Haus gebaut, Leute? Guck, die sagen jetzt, wer hat denn hier das Haus gebaut? Ich habe einfach nur ein Lager gemacht. Hä? Wem gehört denn das Haus? Ah, okay, das Haus vergleichst du jetzt also mit meiner Area 52, Nein, Bro. Nein, absolut. Digga. Absolut nicht. Ich habe das vorhin auch schon gesagt, das Haus kann man in 10 Minuten bauen. Aber ja, habe ich auch gemacht. Ich habe halt schnell was gebaut nur. Yeah. Vielleicht ist das der erste Schritt. Ja, ich sag dir ehrlich, dann ist das okay. Ja, okay, alles easy. Ja, dann ist das okay, wenn es der erste Schritt ist. Und dann noch 10.000 Diamanten Schadensersatz folgen, ist das ja okay, ne? Okay, die gehen jetzt in mein Haus rein, ja, in mein Lager. Ich habe so viel gefarmt. Aktuell nicht. Nee, nee, ich will gar nicht sagen, dass es von den Himmelskriegern ist, sondern vielleicht von Timmy oder sonst wen. Hey, die Tür ist auf. Ja, weil ich letztens gefarmt habe und aufgemacht habe. Wir hörten das hier. Kein Totem dabei. Bro, hier hat ja mal jemand eine Base gemacht, das ist kein Geschenk. Bro, weißt du, wie lange ich gefarmt habe, um Eisen zu machen, Leute? Ich habe so viel Roheisen gesammelt wie mein Leben nicht. Ich dachte, so kriege ich am schnellsten XP, wenn ich meinen Schmelzofen verwende. Mhm. Woher das ganze Eisen? Guck mal hier rein, Bro. Oh mein Gott, oha. Wie ja. lange hat der denn gefarmt? Ja, Digga, guck mal. Ja, ich glaube, das ist die Base Ach. Wahrscheinlich von Blackjack. Es muss jemand sein, der keine Ahnung hat, wie man gute Sachen baut. Sagen Habt ihr gehört? Bro! So. Entweder das ist Odoman oder Blackjack in den Dreh. Oder Seville. Oder Seville könnte sein, stimmt. Jetzt haben sie mich erwähnt. Stimmt, Seville. Meister. Ich glaube sogar Seville, Bro. Seville könnte es auch sein, ja. Das ist kein fucking jemand. Wie kann man so ein hässliches Haus bauen? Ey, Digga. What the heck? Ich würde sagen, ich habe ein hässliches Haus gebaut. Ich kann nicht bauen. Ich habe auf die Schnelle irgendwas gebaut. Bro, das würde... Ich hatte keine Zeit. Ich habe alles fürs Farm aufgeopfert. Auch ein bisschen gedauert haben. Vor allem die Mauer hier und so, Bro. Die Mauer hier, was ist das hier? Ja. Das ist so random, was hier gebaut worden ist. Und diese Leuchtstäbe hier auch alle, ne? Ey, Bro, auch diese Leuchtstäbe, die sind so random. Ich habe wirklich noch nie so was Hässliches gesehen. Oh, die mobben mich von vorne bis hinten, ne? Also, Leute, ich habe es gerade selber gehört. Unser eigener Meister von der Area 52 hat uns beleidigt, fertig gemacht und sonst was. Bro, ich kann nichts mehr sagen. So, Leute, ich bin jetzt wieder bei meinem Haus hier. Und okay, die haben zum Glück jetzt nichts geklaut. Ich habe jetzt gerade noch ein Schild hingemacht, Lager von Seville, damit auch wirklich jeder weiß, dass es mir gehört. Aber das, was die gesagt haben, fand ich dick unkorrekt. Ist jemand auf dem Server? MBK, Blackjack, SU! Wo bist du? Ich muss jetzt mit SU reden. Was alles passiert ist, was jetzt Sache ist, was mit Area 52 ist. Guck mal, ich habe halt schnell was gemacht. Und guck mal, was ich alles schon gefarmt habe, Digga. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Freunde, guckt euch das mal an. So, Leute, mal gucken, ob wir... Oh, da war jemand. SU! SU hat ja auch über mich dick abgekackt. SU, hey, SU, ich bin hier unten. SU! 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 Hä, warum hört er mich nicht? Bro, wo ist der? SU! SU, SU! SU! Da bist du ja! Was SU. Machst du hier? Ich hab Sag mir nicht, dass du das gebaut hast! Bro, hör mal auf. Ja, hab ich. Warum denn? Bro, das ist echt süß von dir. Ich sag mal so, das ist korrekt von dir, dass du Stani ein bisschen helfen wolltest. Ja, für meinen Meister. Area 52 ist weg. Ich dachte, ich baue so eine kleine Area 52. Aber ich wollte jetzt erstmal hier noch so ein Lager machen. Und ich habe halt so viel gefahren bis zum geht nicht mehr, Bro. Ich habe jetzt auch Nether-Rüstung und alles. Übelst nett, aber du hast den letzten Stream einfach verpasst. Checkst du Was das? Was ist denn alles passiert? Ich habe im Stream reingeschaut. Da ist so vieles passiert, Bro. Ich habe nur mitbekommen, ihr habt mich übel fertig gemacht, Digga. Nein, was heißt fertig machen? Das Ding ist, du musst dir vorstellen, Stani ist ja schon sehr, sehr lange in Minecraft sozusagen drinnen, ne? Und das, was davor gebaut wurde, sah ja optisch wirklich so schön aus. Und man muss ja einfach sagen, es ist ja cool, dass du Fortschritte gerade machst, aber unter anderem Stani fand das halt nicht so cool, was hier gebaut wurde. Ich habe ja nur ein Lager gemacht. Auf entspannt, aber Stani dachte, der erste Gedanke war, dass Lukas das gebaut hat für Stani und dann ist er wieder ein bisschen sauer geworden und meinte, hä, ist das jetzt respektlos von dir? Ja, aber du hast mich auch übel fertig gemacht, Bro. Ja, du hast auch so gesagt, Junge, wie hässlich kann das sein? Bro, du weißt, ich bin halt ehrlich, also ich finde das aber halt, aber es ist halt der Anfang so. Klar, man sieht, du machst Fortschritte, das ist schon mal cool. Du sollst auch Fortschritte machen, das ist auf jeden Fall nice. Oh, ich hab Bogen enchanted und so, ne? Guck mal, ich hab Rüstung, ich hab mein Schwert enchanted. Bro, ich hab so viel Öfen gemacht. Guck mal, was ich alles gemacht habe. Weißt du, wie viel Roheisen ich gefarmt habe gestern Nacht? Bro, ich saß da, glaube ich, 6-7 Stunden dran oder noch länger. Ja, Bro, aber weißt du, warum? Hier ist so viel Eisen drin, ja, Bro, damit ich halt XP krieg und so. Ich hab in den Kommentaren dann gelesen, es gab eine XP-Farm auf der Insel. Wusste ich alles nicht. Ich hab es halt alles selber jetzt gemacht. XP-Farm ist auf jeden Fall schlauer als Eisen zu farmen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Aber trotzdem, guck mal, du machst gerade Fortschritt, das schon mal sehr gut ist. Aber komm mal her, ich muss dir eine Nachricht mitteilen, was leider dich nicht erfreuen wird. Okay, ich komm. Okay, Leute, mal gucken, wo jetzt... wie soll ich dir das mitteilen? Also, wo bist du? Ich bin hier drüben.
Ich bin hier, da nicht hochgeflogen. Ja. So wie ich das mitbekommen habe, hast du gar keinen Meister mehr. Ja, aber... Also es ist ja nur die Area 52 weg und ich war ja da drin bei dem Orden, bei Stani. Ja, aber du weißt, du bist ja nicht gut zu sprechen mit den Himmelskriegern, ne? Du hast die ja wirklich. Ja, Bro, guck mal, was die gemacht haben. Ich habe ein TNT da gesprengt und das war's. Die haben alles kaputt gemacht. Weißt du auch, wie lange ich dafür gebraucht habe, den Boden zu verschönern und alles da für meinen Meister und alles? Da verstehe ich das ja auch 100%. Ich verstehe das ja. Ich verstehe auch, dass du wirklich Rache ausüben willst und beziehungsweise sauer bist. Ja, was heißt aber, Rache? Ich will halt kein Assi sein. Man muss halt die Fakten auf den Tisch legen, so wie es passiert ist. Diese Explosion, die zustande gekommen ist, so eine Riesenexplosion gab es noch nie. Ja. Noch nie, seitdem wir auf der YouTuber-Insel sind. Und du bist ja erst spät dazugekommen. Ja. Und mit anderen Worten, die Himmelskrieger haben sich mit Area 52 erstmal vertragen und es wurde auch oft am Tisch gesagt, dass du gar kein Mitglied mehr bist, weil Stani einfach das nicht cool fand, dass du die ganze Zeit provoziert hast. Laber nicht. Ja. Bro, das Ding mein Meister ist, hat mich rausge- so an, mein Meister hat mich raus... Bro, ich hab so viel gebaut, ich bin ein bisschen respektlos und so, aber ich muss mich ja irgendwie etablieren und die haben alles von mir kaputt gemacht und jetzt hat mich Stani echt jetzt Real Talk, hat er mich echt rausgeschmissen jetzt. Also das ist das, was am... Guck mal, letztendlich musst du das mit ihm vereinbaren und besprechen, aber das ist das, was ich am Tisch gehört habe. Und ich will ja nicht herkommen oder allgemein irgendwelche Sachen... Er hat gesagt, ich bin draußen aus Area 52. Das ist das, was dem Himmelskrieger klar mitgeteilt wurde. Vielleicht aber auch nur aus dem Grund, um irgendwie den Streit zu schlichten, aber denke ich auch nicht. Kann ich irgendwie vielleicht... seid ihr gut mit den Himmelskriegern? Du bist doch beim Lotus-Clan, oder? Ja, ich bin ja auch gut mit den Himmelskriegern, das weißt du ja. Das war ja auch unser erster Streit, weswegen du mich sogar auch beleidigt hast, Bro. Es gab Beleidigungen, die ich sogar zensieren musste. Du hast mich beleidigt, weil ich mit den Himmelskriegern gut war. Ja, das war nicht korrekt von mir. Das war nicht korrekt. Hä? Bro, wer ist das? Hallo? Ja, was will der, Digga? Ich will da hinterherfliegen. Ja, lass mal gehen kurz. Komm mit. Ich komm mit. Leute, ich brauche halt irgendwo einen Orden und ich will auf jeden Fall Rache gegen die Himmelskrieger. Sorry, aber das, was sie mit mir gemacht haben, das geht gar nicht. Ja, aber Seville, guck mal, ihr seid alle meine Freunde. Ich will einfach nur, dass kein Krieg entsteht. Wenn du jetzt wirklich gegen die Himmelskrieger fighten solltest, dann muss ich mich ja auch einmischen, weil wir haben ja eine indirekte Allianz, weißt du? SU, die haben alles von mir kaputt gemacht. Ja, weißt du, ich verstehe das. Weißt du, wie viele Stunden ich dafür gebraucht habe? Dann haben die mich so oft gekillt, ich musste alles neu farmen. Jetzt überleg Kannst doch mal. Kannst du nicht mal zu denen gehen und sagen, ey Leute, ich will gerne nochmal mit euch über diese ganzen Ereignisse reden? Guck dir doch mal, Bro, guck dir doch bitte mal die TNT-Sprengung an. Es ist scheiße, was passiert ist. Safe, zu 100%, warum sagt denn niemand, das war nicht korrekt von denen? Jeder ist immer gegen mich. Es ist auch nicht korrekt. Nein, es ist nicht wegen dir. Es ist einfach nur das ist der Grund, dass die ganz viel TNT bei sich haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie mit denen auch noch Beef anfangen, dann wird die Sache eskalieren, Seville. Und das will ich nicht. Ich brauche jemanden, SU. Ich muss mich doch rächen. Ich kann doch nicht alleine. Okay, ich habe Fortschritte gemacht, aber das ist noch lange nichts gegen die. Ich brauche einen Verbündeten. Ich brauche irgendeinen, der mit mir irgendwie mitmacht. Was ist mit dir? Kannst du nicht bei mir mitmachen? Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich kann nicht bei dir mitmachen, aber du kannst bei uns mitmachen. Ja, aber jetzt halt mit den Himmelskriegern gut. Wer ist denn gegen die Himmelskrieger? Gibt's irgendeinen, der gegen die Himmelskrieger ist? Warte mal, ich muss kurz mit der Community reden. Er ist noch auf dem Server. Blackjack? Ich muss kurz mit der Community darüber reden. Ja, okay. Leute, okay, es wird jetzt echt schwierig. Also es gibt Timmy, SU, MBK und Blackjack. Warte, was sagt er denn gerade? Eigentlich außer Timmy. Aber Timmy ist ja eigentlich... Ich weiß nicht, das macht ja auch keinen Sinn, wenn er zu den Bösen hingeht, Leute. Ich will nicht, SU und eskaliert. SU, hast du was? Ich hab... Und, hast du jemanden? Es ist schwierig, Bro. Ich will dich auch nicht anlügen, aber eigentlich, es gibt nur eine Gruppe, die gerade nicht für die Himmelskrieger mitkämpft. Das wäre? Wer wäre das? Das musst du selber herausfinden, Bro. Ich will nicht dazu beitragen, dass du irgendwie... Nein, das musst du selber herausfinden. Timmy! Alpha-Clan! Ja, Alpha-Clan wurde doch zerstört, oder? Alpha-Clan ist doch anscheinend weg, der kommt erst die Tage zurück. Ich weiß nicht, was ob mit Timmy? Was jetzt mit Timmy? Bro, Timmy ist ein Psycho geworden. Dem willst du gar nicht beitreten. Aber der ist doch gegen die Himmelskrieger. Ja, aber willst du wirklich jetzt Beef anfangen, Bro? Ey, SU, wir haben doch, findest wir du schlimm, wenn ich zu Timmy gehe? Ja, wir sind Freunde, aber ich muss mich doch bei Seville. Dem... SU, ich muss mich bei nicht, dem dass er dir auch eine Gehirnwäsche gibt, das wäre gar nicht gut. Nein, aber ich muss wirklich Rache an die Himmelskrieger nehmen, Bro. Sorry, ich habe Stunden damit verbracht, um alles zu machen. Ich gehe jetzt mal zu Timmy. Doch, keine Lösung. Doch, Timmy. Seville, geh nicht. Wo bist du? Doch, SU, ich brauche jemanden, ich brauche dich. Schnell. Ja, ey, wenn SU, du mich brauchst, dann kommst du zum Lotus-Clan.
Aber du bist nicht sauer und sag bitte niemandem, dass ich zu Timmy gehöre, okay? Bro, ich muss alle Informationen... Guck mal, wir sind ein Clan, der nicht lügt, Bro. Esu, sag nichts, bitte. Esu, bitte, sag nichts. Ich muss mich rächen, Esu. Sag nichts, Esu. Leute, ich muss es machen. Es geht doch gar nicht anders. Ich gehe jetzt erstmal zu Timmy. Esu ist zwar korrekt und so, das Problem ist, er ist gut mit den Himmelskriegern. Ich muss Rache nehmen. Jeder ist mit den Himmelskriegern cool. Der Einzige, der vielleicht nicht dabei ist, ist MBK. Und Timmy, ich guck jetzt mal. Timmy, Blackjack! Ey! Ja? Ey, Seville, Junge! Was geht ab, Jungs? Oh mein Gott! Ey, was ganz Schlimmes ist passiert, Seville! Was denn? Guck mal da an, die haben alles kaputt gemacht. Oh mein Gott. Streamt auch oder gestern. Und Bro, du weißt nicht, was passiert ist. Wo ist der was denn? Weiß ich nicht, irgendwo da unten. Ich Dummkopf, ich hab grad einen Totem verloren. Timmy. Ja, was ist los, Blackjack? Ich hab ein Geschenk für ihn. Warte. Ey, was labern die? Na, zeig das gleich, sag dann nochmal, ich will das gleich sehen, warte. Wo bist du überhaupt, Seville? Ja, ich bin gerade runtergeflogen, jetzt habe ich auch noch ein Totem verloren und so, aber ey. Ja, ist nicht schlimm, ey. Ich meine, bei den Höllenkriegern haben wir noch ein paar Totems, wo bist du überhaupt? Hier, ich bin hier unten. Ach, wo da, unten? Ey, Junge, sag, hier unten, da an der Seite. Ich habe meine Elytra verloren, Junge. Oh nein. Ja. Okay, pass auf, Seville, ist egal, ich werde hier mit dir quatschen. Ja. Ey, ganz kurz, ich hab mitbekommen, ich hab mit SU geredet und den Stream ein bisschen geschaut, die haben mich aus Area 52 gekickt, Bro. Ja, das stimmt, ja. Das ist korrekt, die haben dich rausgeworfen, Junge. Und warum? Was hab ich Bro, gemacht? Bro, weil die sagen, du bist der Grund für alles, wegen dir ist Area 52 kaputt und so. Und der Himmelskrieger am Stress und so. Der Wife hat es hier doch gesprengt, der Wife war das doch hier, ich hab alles verloren. Ja, guck mal, Seville, du kennst die Wahrheit, oder? Seville, kennst du die Wahrheit? Nö. Wo ist, also hier mit der Wife und so, mit deinem Enderman. Ah, hier ist meine Elytra, ja? Ja, was denn? Ja, weißt du da was oder nicht? Ja, mein Enderman wurde doch gesprengt von Amir dann komplett. Und von der Wife am Anfang, genau. Blackjack? Ja, das stimmt so. Das stimmt, das war Awai. Ja, das stimmt, genau, das waren die. Richtig, genau so sieht's aus. Die haben Stress gemacht. Ja, genau, ich hab damit gar nichts zu tun. Hast du was damit zu tun vielleicht? Okay, guck mal, ich bin jetzt ehrlich, ich hab keine Lust mehr mit falschen Karten zu spielen, okay? Ich sag dir ehrlich, ich wollte einen Grund finden, dass ihr zu mir kommt und bitte attackier mich jetzt nicht. Ich rüste dich komplett aus, wenn du willst. Ich baue dir 10 Endermänner wieder hin. Aber ich hab mich als Survive ausgegeben, das weiß mittlerweile auch jeder schon. Und hab das da gemacht. Meine ja, es tut mir leid! Du, Timmy. Nein, stopp! Hey, pass auf! Seville! Pass auf! Okay, das war ein Fehler! Sagen, Timmy. Du hast alles damit getan, damit nein. ich alles Nein, ich hab nicht alles gesprengt, ey! Stopp, hör zu, Seville! Timmy hat nur den Kopf oben gesprengt. Nur ein bisschen! Hat den kompletten gesprengt. Ja, der hat alles hochgenommen, du warst dabei! Timmy hat das alles angefangen! Ja, das mag ja sein, aber ehrlich, Bro, Seville, du musst jetzt vertrauen, wirklich! Die haben dich verloren. Kein Ort, ich bin alleine. Jeder mobbt mich, jeder hasst mich. Nein, du bist nicht alleine, Seville. Du tust mir gerade leid. Genauso habe ich mich auch gefühlt. Leute haben einfach nur, die haben mich für die Macht missbraucht, weil ich so ein Spielball war. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Aber Seville, bitte bewahr die Ruhe, ehrlich. Ich sag dir, guck mal, ich wurde heute gespawntrapped. Alles. Die haben mir das komplette Leben schwer gemacht. Ehrlich, Seville, ich habe meinen Fehler schon gebüßt, alles drum und dran. Ich will dich komplett equippen, Seville. Ich will dich mit Goldäpfel überhäufen. Ich will dir für dich da sein, wie das dein Meister nie war. Verstehst du? Bitte, Seville. Tim, ich schwör mir das. Ohne Witz, schwör mir das, weil wegen dir ist das alles passiert. Wegen dir hab ich alles verloren. Ich geb dir das hier. Das sind die mächtigsten Items gefühlt auf der Insel. Enderkristall und? Bro, was? Ja, dann musst du. Pass auf, das ist ganz einfach. Du musst hier. Mach das nicht Obsidian, da drauf! Mach das nicht da drauf! Und dann musst du. Das kannst du nur auf Bro, Obsidian das gibt eine riesen Explosion sonst! Aber nur wenn du es abbaust. Ja, was mach Bro, ich jetzt damit mit diesem Enderkristall? Bro, du kannst, wenn du willst, alles bei mir sprengen, ist mir egal, okay? Nein, ich entschuldige mich bei dir. Guck mal, du kannst dich, wenn du willst, rächen oder so. Du kannst mit mir zusammen kämpfen gegen diese Himmel-Loser und gegen den Lotus-Loser-Clan, ey. Timmy, ich glaube, ich alle bin fertig dabei. Machen. Ich bin dabei, die Himmelskrieger werden sowas von kassieren, Leute. Ja, Blackjack, bist du auch dabei, Blackjack? Ich bin dabei. Was? Ja, ehrlich, dabei. Du bist dabei? Ich bin dabei. Du jawohl! Bist dabei. Das ist prima. Jawohl, Blackjack ist auch da. Scheiß Himmelskrieger. Ey, jetzt mal no joke, Leute. Tut mir leid, aber ich muss da mitmachen. Aber Timmy, du nicht. Ja? Ey,
Du musst mir noch ein paar Items geben, weil du musst dich bei mir entschuldigen auf jeden Fall für die ganze Aktion. Ey, weil wegen dir ist alles passiert. Guck mal, ich geb dir alles, Bro. Bro, gib mir noch mehr. Ich komme jetzt zu dir. Du musst mir noch ein bisschen mehr equippen, okay? Okay, ja, Bro, ich geb dir wirklich alles, was ich hab, ehrlich, Bro. Ehrlich, Seven, wir zusammen, du bist von den Höllenkrieger, Junge, checkst du das? Höllenkrieger, 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 jawoll, wir sind back, Junge, wir haben schon drei Mitglieder. Wird sich auf jeden Fall sowas von in mir getäuscht haben, Leute. Ich muss das machen. Ey, Timmy. Ja? Wir müssen jetzt was planen. Blackjack, wir müssen was planen als erstes. Ja, pass auf, ich weiß, was ich machen wollte. Ich habe gestern bei denen ein Withers gespawnt in der Himmelnoobburg und der hat alles kaputt gemacht. Oh, was hältst du davon? Bro, was hältst du davon, wenn wir alle Witterköpfe suchen und so 10 Witter bei denen spawnen, die ganze Base kaputt machen von den Himmelnoobs? Oh mein Gott, der Plan ist geisteskrank. Bro, und dann machen wir überall TNT und dann sagen wir, der Witter hat das TNT gezündet und so. Jawohl! Komm mal hoch jetzt! Ey, das ist krank, Bro, Junge! Das wird ganz krank, Junge! Komm, Alter, aber den Plan dürft ihr niemand verraten, okay? Junge, nein! Blackjack, du auch nicht! Geil! Ja, ist logisch. Okay, ey, Leute, das ist so das krass, wir. Leute! Das ist so wo crazy! Wo geht ihr eigentlich hin da oben? Ja, Blackjack hat jetzt hoch! Sinn. Ach so! Ja, was ist denn Blackjack? Was wollen wir die ganze Zeit da unten an der Klippe? Ja, aber wir kriegen die jetzt nicht. Hauptsache wir reden, ey, und Hauptsache unser Clan wird groß. Aber Leute, wir ihr wisst, müssen ne, hier die Haupt stehen, weil die Haupt sind ganz oben. Die Hauptzentrale von den Höllenkriegern ist im Nether, ne? Das müsst ihr beachten. Also ihr müsst euch im Nether schon ein bisschen auskennen und nicht draufgehen, Seville, ja? Kein Problem, ich hole mir noch kurz Pfeile und so. Und dann müssen wir die ersten Köpfe oder so holen, oder wie? Ja, das ist auch nicht ganz einfach. Ja, alles gut, ich hole mir noch kurz ein Totem. Einen habe ich noch, Leute. Bro, es hat übel lang gedauert, bis ich einen Wither-Kopf gefunden habe, den einen. Die anderen beiden waren easy. Weißt du auch warum? Ne, warum? Weil du kein Plünderungsschwert hast. Doch, hatte ich. Das ist jetzt kein Plünderungsschwert. Ey. Aber doch, Plünderung ist hier auch. Die haben mir mein Totem geklaut. Ich habe noch einen, okay, ich dachte gerade. Easy, okay. Was wollen wir machen, Leute? Sollen wir uns jetzt schon equipmäßig oder sollen wir erstmal langsam machen? Lass uns erstmal aufbauen. Ich sag dir ehrlich, erstmal Base alles aufbauen und so. Auf jeden Fall gehöre ich jetzt zu den Höhlenkriegern. Höllenkrieger! Let's go! Junge. Ey, wir sind schon drei Leute. Wie cool ist das, ey? Ich frag mich, Blackjack. Ja? Warte mal, Timmy, ich frag mich überhaupt. Blackjack, was hast du eigentlich gegen die Himmelskrieger? Timmy und ich, verstehe ich, aber stimmt, du? Das stimmt. Warum bist du da? Ja, weiß nicht, das war heute alles so ein bisschen, beziehungsweise gestern im Stream alles so ein bisschen komisch. Was du warst doch auch bei Area 52. Stimmt. Ja, nicht so wirklich. Ich war kein richtiges Mitglied, sondern ich durfte halt einfach hier sein. Ja, und dann, weißt du, habe ich mich eingesetzt, habe Stani wollte A mir hops nehmen, dann war aber ich dabei. Aber nicht, dass du uns verarscht oder so. Ja, genau, Blackjack. Zeig sie, Zevil. Blackjack, nicht, dass du uns verarscht. Nein, nicht schießen, oh mein Gott, nein, der ist doch unser Verbündeter, der Idiot. Ey. Blackjack, du musst dich schon beweisen ein bisschen. Ich habe Essens hier, Blackjack. Na, alles gut. Blackjack, wie kann ich denn dir vertrauen überhaupt? Er muss das Vertrauen erstmal aufbauen. Wieso nicht? Guck mal, Blackjack vertraut uns hier auch so gesehen, weißt du, dass es gegenseitig ist. Er hat keinen Grund. Ja, er hat keinen Grund, aber schau mal, wenn er wirklich alleine ist, dann, Bro, die machen alles mit ihm. Guck mal, wenn wir alle drei alleine sind, das ist ja das Ding. Wenn wir alle drei alleine sind, dann wird jeder mit uns machen, was sie wollen. Wenn wir aber zusammen stark sind, dann haben die keine Chance. Sag ich euch so, wie es ist. Auch wenn wir nicht die heftigsten sind, aber in der Masse sind wir stark. Bro, die wissen gar nicht, ich bin Farmprofi geworden. Weißt du, wie viel ich gefarmt habe? In der kurzen Zeit. Nee, weiß ich nicht. Ja, weißt du nicht, Bro. Ich guck mal, was für ganze Netto-Rüstungen ich so hab. Aber egal, Blackjack, ich vertraue dir jetzt mal. Okay, Freunde. Dann bin ich jetzt bei euch drinnen, bei den Höhlenkriegern. Hey. Wir werden alle anderen zerstören, Freunde. Nimm's mir nicht übel, aber wir müssen das machen. Ich muss mich doch rächen. Na klar, du hast recht, Junge. Ich werde euch die nächsten Tage die Base zeigen, wo wir sind. Und dann bauen wir die Base, oder? Wir bauen die Base dann, oder? Ja, ich hab da schon ein bisschen vielleicht was gemacht. Ich helf dir auf jeden Fall. Okay, das werde ich dir aber dann nächsten Tagen zeigen. Dann müssen wir uns beeilen und die richtig fett bauen, okay? Okay, auf jeden Fall. Also, Timmy Blackjack, wir sehen uns nächstes Mal und dann geht's los, okay? Wir sehen uns. Höllenkrieger, Höllenkrieger, Höllenkrieger. Ciao.
Okay, Sorry. Leute, was meint ihr? Wir sind jetzt bei den Höhlenkriegern. Nehmt's mir nicht übel, aber ich muss mich doch irgendwie verteidigen und endlich mal eine Gruppe finden, die wirklich zu mir hält. Und ich finde, Timmy ist richtig korrekt zu mir gewesen. Blackjack sowieso. Bei Blackjack weiß ich noch nicht. Lasst einen Like da, wenn ihr denkt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Schreibt in die Kommentare, ob das Ganze hier richtig war oder nicht. Ich bin weg. Bis dann und ciao, ciao, meine lieben Freunde.